Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Baldur's Gate 3. Wir sind immer noch in dieser Gruft und ich habe gerade ein paar interessante Sachen festgestellt. Und zwar, pass mal auf. Also erstmal habe ich den Leuten ein paar die Heiltränke verteilt. Ne? Also wir haben 4 Stück behalten. Die beiden, die sich selber irgendwie heilen können und überhaupt heilen können, haben jeweils einen bekommen. Asterion, der nichts kann, hat... Oh, er hat noch einen gehabt, sehe ich gerade. Er hat 3. Dann braucht er nicht 3, gibt sie nochmal einen zurück. So, weil sie muss unbedingt am Leben bleiben, weil sie kann auch andere Leute heilen. Was ich festgestellt habe. Was ist das hier überhaupt? Öl der Präzision. Geölte Waffe, das ist vielleicht eher was für ihn. Schaut mal, wenn man... Ich habe alles mögliche im Verkauf vorbereitet. Wenn man hier draufklickt und die Steuerungstaste gedrückt hält, dann kann man ganz viele Sachen gleichzeitig markieren. Schon mal sehr geil. Oder wenn man hier draufklickt, die Shift-Taste drückt und dann bis hier hin macht, zack. Das erinnert so ein bisschen an Office. Das ist so ein bisschen Office-Markierungs-Style hier. Von daher, das macht es einfacher, als jedes einzelne Ding immer hier ins Lager zu schicken oder sonst wohin. So, ansonsten, ja, wir haben zwar ein paar Rüstungen gefunden, die sind aber alle schlechter als unsere. Das Schild, ich dachte, wir hätten sowas wie ein Stachelschild gefunden. Warte mal, hier der Ringpanzer, was macht der denn? 14. Ja, 14 ist auch 14. Ich glaube, er ist ja als Schurke, er darf sowas nicht, ne? Warte mal. Klicken wir ihn mal an. Ja, dann kriegt er Nachteil bei Heimlichkeitsgeschichten. Das wollen wir nicht. Ihrer ist größer, besser und wir dürfen sowieso... Wieso haben wir nur 10? Wir sollten eigentlich mehr haben als 10, ne? Oder müssen wir die ganz ausziehen? Oh, ne. Kampfbikini ist nicht so gut. Ach so, das geht auch. Wenn man darauf klickt, dann... Ja, stimmt. Ganz viele Lederrüstung. Schlichte Robe, Klosterrobe, Schuppenpanzer ist ausgerüstet. Klosterrobe. Ach, wo ein E ist, das ist alles ausgerüstet. Alles klar. Der tadellose Zustand dieses Gewands, trotz jahrelanger praktizierter Kampfkunst. Mhm. Höchst disziplinierter Besitzer. Das bin ja wohl ich. Gut. Wir wollen hier rein. Dann machen wir das mal. Ach. Oh Gott, ich hoffe, du kannst doch mal. So, we've picked up a wizard who managed to get stuck in his own port. Hardly promising instruction. Ist auch ein Was so ein Magier mitgenommen, der sich in seinem eigenen Portal verlaufen hat. Vielversprechend. Da hat er ja nicht ganz Unrecht. Ja, wer bist du überhaupt? Oh, what's to tell? I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Aha, willst dich so richtig rausrücken mit dem, ne? Ja, wenn das langweilig ist, dann gehen wir weiter. So, aber ich wollte eigentlich gar nicht mit dir reden. Ich wollte dich eigentlich ausloggen, nicht auswählen. So, Schloss knacken, komm. 10, komm, das kriegen wir hin. Bonus. Noch mehr Bonus? Da ist noch mehr Bonus. Okay, ja, gut. Alles rein hier los, ey, komm. Uha, okay. Ja, also. Du bist unser Schlossknacker. Auf jeden Fall. It's open. Ja, dann mach mal auf. Sind hier auch wieder 1000 Fallen? Erstmal nicht. Wir gehen ganz vorsichtig. Wieso leuchtest du so? Wieso? Du hast göttliche Führung. Pass mal auf. Das klappt ja nicht, ne? Ich kann dich ja nicht. Ich kann ja mit dir nicht einfach so rumstecken, verstecken, ne? Step quick. Na gut. Is that blood?
Wir gehen mal weiter. Gibt es hier irgendwas, was wir anmachen können? Wegen Licht? Nö, ne? Hier liegt ein Schreiber? Okay, du bist kein Skelett. Du bist anscheinend... Oh doch, du bist doch schon ein bisschen länger hier. Untoter. These boots have seen everything. Du bist untot. Wits and blades, always sharp. Wie war das hier mit dieser Untoterei hier? Göttliche Macht fokussieren. Betet um alle. Endet, wenn Schaden erlitten wird. Wie lange kann sie das denn machen? Und wie oft kann sie das denn machen? So oft kannst du das machen. Bei kurzer Rast kannst du es dann wieder machen. Okay, also erstmal nur einmal anscheinend. Ja. Nicht, dass er wieder... Ich konnte nicht lesen, was da stand. Sagst du es nochmal? Nein. Was? Aha. Ich weiß es nicht. Kommen da noch mehr Sprüche? Nein. Mach mal Licht an, bitte. Das auch. Ich möchte hier keine Überraschung erleben, unbedingt. Gold ist immer gut. Wow, was ist das? Okay, hier geht's ja, hier fängt eine ganz eigene Welt an, da, okay. Hier liegt noch so einer. Auch so ein Schreiber. Da gab's keinen Spruch zu. Aber das sah aus, als wenn das ein Kampfstab ist, genau. Der ist aber irgendwie genauso wie meiner. Okay. Ja, genau. Nichts ist da drin, alles klar. Machen wir das an, machen wir da mal reingucken. Und die Lampe wieder an. Eine schöne Statue rum. Oder eine Büste, wie man das nennt. Lampe an. Das ist eine Religion, fehlgeschlagen. Wenn ich hier das Ding runterkrabbel? Oder hat irgendeiner das hingekriegt? Er hat es nicht geschafft, sie hat es nicht geschafft, sie hat es nicht geschafft, ich habe es nicht geschafft. Also wir sind alle so religiös, ey. Und das wurde ausgelöst, als wir hier rangegangen sind. Jetzt nicht wieder alle hochklettern, bitte. Unten bleiben, unten bleiben, unten bleiben. Bitte, bitte unten bleiben. Naja, gut. Wo rennst du denn jetzt hin? Okay. Das kann man sich auch nicht angucken. Religion wurde ausgelöst, als wir, ich glaube nicht, dass das mit den knochigen Wurzeln zu tun hat, sondern als wir diesen Raum, diese Ebene hier betreten haben, weil hier steht irgendwer, der ist tot und hat einen langen Zettel mit Namen drauf. Du bist der Tod. Hier ist eine Tafel. Wir gehen da gleich mal hin, warte. Erstmal kurz hier gucken. Nix. Einmal kurz da gucken. Nix. Gibt's eine Lampe? Gibt's hier irgendwas? Nein. Kommt mal her. Kann das irgendeiner lesen? The inscription is in a language unknown to you. Jetzt weiß ich, warum die Leute alle so gerne Baden spielen. I've never seen this language before. Ja. Who is worshipped here? The inscription is in a language unknown to you. The
Okay. Ja, ich glaube, die Barden, die können das, weil die alles kennen einfach, ne? Noch einer. Diesmal ist das ein Krieger. Der hat einen Säbel und zwei Golddingen. Wir gehen gleich hier die Treppe wieder hoch. Wir gehen mal ganz kurz hier lang. So. Hier scheinen ja wohl keine Fallen zu sein. Warte mal, gehen wir mal ganz kurz hier in diese Ecke hier auch noch mal. Oh. What's that? Ja, den Knopf habe ich auch schon ohne eure komischen Würfelkünste gesehen, ganz ehrlich. So unauffällig war der jetzt nicht. Bevor ich da drauf drücke, Moment mal, was war das? Da hat doch gerade irgendwas aufgeblinkt. Oder wart ihr das? Da war doch was. Ja, ziemlich dick, ne? Okay. Wir schauen mal. Ich möchte erstmal alles hier abklappen, bevor ich auf irgendwelche Knöpfe drücke. Ganz ehrlich. Ja, bitte. Erstaunlich häufig Schutz vor Gut und Böse hier, ne? Finde ich auch sehr interessant. Schutz vor Bösen und sowas. Bei Baldur's Gate 2 musste man sowas immer nehmen, wenn man mit Dämonen und so zu tun hatte. Ich hoffe, das ist hier nicht der Fall. Also, ja, und wenn, dann erst später. Für Dämonen bin ich jetzt auch nicht bereit hier. Alles anmachen. Da liegt wieder was auf dem Boden. Das ist wieder ein Schreiber. Der hat einen Schlüssel. Ja. Ja. Haben wir noch irgendeine Tür gehabt hier, die wir nicht auf hatten bisher? Oh, hier. Hier zum Beispiel. Ja. Aber das machen wir jetzt nicht. Da drücken wir erstmal gleich den Knopf, bevor wir die Tür aufmachen. So, ist hier noch irgendwas? Wie sieht komisch aus, die Bank hier. Okay. Ganz schön dunkel die Ecke hier. Hier gibt es keine Fackeln oder was. Ja, hatten wir ihn schon? Ne, ich glaube, ihn hatten wir noch nicht. Oh, Feuerschale, okay. Brennende Hände. Gold. Schon wieder ein Kampfstab. Aber schon wieder der, den wir schon haben. Schade, schade. Mach mal an. So, echt geil gemacht mit den Feuerschalen. Oder überhaupt mit den ganzen Kerzen, muss ich sagen. Das Feuer hat einen echt nicen Schub. Sieht schön aus. Wir kamen von da, ne? Ja, ja, da hinten ist der komische Grab. Der komische Grab. Der komische Sarg, wollte ich sagen. So, ach ja, was ist das? Gut, renne ich da jetzt auch noch hin? Nee, das ist mir jetzt. Ich will jetzt erstmal hier. Ich will jetzt erstmal auf den Knopf drücken. So. Komm, drück mal auf den Knopf. Wir sind soweit fit, oder? Ach ja, wir können nicht heilen. Naja, gut, wir haben Heiltränke. Egal, was passiert. Wir können das schon irgendwie hinkriegen. Ja, drück mal drauf da. Klick. Dachte ich mir schon fast. Oh, das dachte ich jetzt hier nicht. Pals. Something just woke up down here. Ja. Let them come. The darkness can be to our advantage. Das sagst du so. Die sind ganz schön nah. Wo kommt ihr auf einmal her? Sind das sind die gerade. Ach, das sind die! Das sind die Toten, die da lagen. Shit. Vielleicht hätte ich die verbrennen sollen vorher. Wie geht das mit diesem toten Dingens? Bete, um alle Untoten, die dich sehen können, zu vertreiben. Der Zustand endet, wenn ein Schaden erlitten wird. Pass auf, da hatten wir doch vorher was gedacht. Ne? Wir nehmen das hier. Nee, das nehmen wir nicht. Wir nehmen das hier. Können wir gerade nicht nehmen. Wieso nicht? Habe ich das schon benutzt?
Bestimmt nicht. Das ist eine Bonusaktion. Wieso kann ich das nicht machen? Okay. Könnte nicht zum Ziel werden. Solange wir nicht angreifen. Nur wenn wir das nehmen und dann das oben drauf legen, dann sollten wir vertreiben können, ohne dass uns einer was kann. Aber also mal gucken, wie hier rein ist. Hier auch noch irgendwas, was uns angreift. Ich sag hier, oh, da ist auch noch ein Sarg. Den lassen wir jetzt zu, bevor ja noch der große Boss rauskommt. Du, versteckst dich jetzt. So, jetzt müssen wir zusehen, dass wir dich irgendwie hier... Kommst du da hoch? Kommst du irgendwo lang? Ja, dachte ich mir. So. Er ist nicht nah genug dran. Shit. Okay, pass auf. Geh nochmal einen Meter vor. Fünf ist nicht so geil. Jetzt solltest du dich eigentlich wieder verstecken. Geht aber nicht, ne? Okay, pass auf. Next. Du noch nicht. Fangen wir mit dir an, wa? Was seid ihr denn überhaupt für welche? Was sind denn Schreiber? Schreiber sind gegen Gift resistent. Schreiber. Ihr werdet ja jetzt wohl kaum mit einem Federkiel auf mich losgehen, oder? Weiß ich nicht. Okay. Es reicht nicht. Naja, das kann nicht sein. Ich bin doch nur gesprungen bisher. So. Aber ich bleib hier stehen, warte. Sonst, wenn ich da raus in die. Dann können die mich von da drüben auch treffen. Das will ich jetzt nicht. Schieß. Gut, ey. Sie kann das Heiligtum nicht machen? Warum nicht? Sie kann das nicht machen. Warum nicht? Ich hab es doch. Aufladen, ja, aber ich hab's doch auch eigentlich benutzt, oder nicht? Ich hab das doch gar nicht benutzt. Hammer auf dem Kopf kann ich machen hier. Sie ist das mit dem erstörten Dingens da, alles klar. Die haben ganz schön viele Lebenspunkte. 28, ey. Die sind heftiger als wir. Viel heftiger als wir. Victory awaits. My path be true. Oh mein Gott. Mal sehen, was jetzt passiert. Verstummt? Stille. Das sind Zauberer. Er nicht. Der weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich. Ja, okay. Uha! Uha. Okay. Hau ihn weg. Nicht mit dem Bogen! Oh mein Gott. Oh mein Gott, mein Gott. Hau drauf. Gut. Nicht mit dem
Bogen, verdammte Scheiße, Mann. So, pass auf, du, ja, du, raus aus der Stille. Ah, nee. Warte mal, wen habe ich denn? Das ist doch sie, naja. Hat sie noch eine Bonusaktion? Ne, hat sie nicht. Sie hat ja gerade ihre Bonusaktion gemacht. Dann musst du jetzt hier hin. Das nützt nichts. Du rennst jetzt hier irgendwo hin. Nicht schon wieder mit dem Bogen, Mann. Nicht schon wieder mit dem Bogen. Kletter da hoch, geh um die Säule rum. Gut. Gut. Du. Du musst aus der Stille raus, würde ich sagen, ne? Kann sie nicht. Bist du aus der Stille raus? Bist du. Nicht schlecht. So, was ist das? Er muss sich konzentrieren, um die Stille aufrechtzuerhalten. Alles klar. Okay. Du musst jetzt in die Richtung, das nutzt nichts. Den toten Krieger lassen wir mal, wo er ist. Nicht! Ich will das hier campen. Ey, wieso habt ihr also wenig Ra. Ach Gott, ey. Dann schieß. Immerhin. So, und jetzt rennst du noch ein bisschen. Verstummt bist du nicht mehr. Gut, du kannst ja eh nichts. Und du? Wo ist dein Heiltrank? Ja, das musste sein. Warte mal. Was ist das? Das ist ein durchbohrender Schlag. Mach mal Schenkelschuss. Sehr gut. Jetzt gehst du dahin und versteckst dich. Sobald du dich wieder verstecken kannst. Ja, gut. Sie kann in einer Runde wieder Ki machen und hat immer noch Kälteschlag. Okay, ihr seid dran. Ja? Okay, sie wollen unbedingt, dass die Priesterin still ist. Ich kann euch auch schon denken, warum. Alles klar. Mir geht's auch nicht so geil. Aber das ist jetzt egal. I'll strike you down. Das war gut. Gehst jetzt hier hin. Trinkst deinen Heiltrank. Und bist mit deiner Aktion durch. Du versteckst dich jetzt wieder. Da solltest du nicht verstummt sein. Kommst du da noch ran? Weg ist unterbrochen. Okay, ja, kommst du nicht dran. Gut. Dann ist deine Aktion jetzt erstmal leider
Du bist versteckt, ne? Ja, gut. Dann bleibst du da. Huch. Sorry. Du. Gehst aus der Stille raus. Und jetzt wird hier gedingst. Ich weiß nicht, ob das irgendwas gebracht hat. Nee, wahrscheinlich nicht. War ja auch nur 30%ige Chance, ne? Okay. Ja, wir müssen das ausprobieren, ne? Es geht nicht anders. Du. Genau, du strikst jetzt mal. Und zwar strikst du erstmal. Das kann sie machen. Du strikst jetzt da hinten erstmal hin. Spring. Spring hier hin. Du kommst da nicht an? Schenkelschuss. Gott, ist die doof. Die ist ordentlich angeschlagen. Wir machen die Aktion. Wir machen... Spalten ist uns egal. Wir machen... Heißt das, du kannst jetzt laufen? Niedrigere Position, okay. Aha. Ja, verstecken bringt nichts. Du nimmst deinen Heiltrank, beziehungsweise machst deinen Heilspruch. Den kannst du nicht mehr nehmen, alles klar. Okay. Das kannst du auch nicht mehr, okay. Uah, das ist ja scheiße. Dann... Da kommst du nicht hin. Mhm. Dann ist es so... Oh, da kommst du auch nicht hin. Oh Gott, ey. Dann haben wir die Aktion ja völlig umsonst gemacht. Mehr ist nicht drin gerade. Du bist am Konzentrieren, ja? Nicht getroffen. Damit ist ihre Konzentration gebrochen. Wer ist dran? Hallo? Wer ist dran? Hä? Da hat sie jetzt aber lange für gebraucht. Okay. Ich probiere das mal aus. Wir müssen ja alles mal ausprobieren. Geduldige Verteidigung. Okay, wir machen jetzt den Windschritt. Zum Bestätigen klicken. Das ist aber weit. Das ist aber richtig weit. Okay. Cutting to the chase. Ernsthaft? Du kannst immer noch bis hierhin laufen? Krass. Okay, das ist krass. Du wirst jetzt gesehen, von daher ist es egal. Kann er nicht, okay. Kann er nicht, weil das im Weg ist. Mhm. Kann er nicht, weil das, ja. Mit ihm muss ich, also ich habe dir schon mal gesagt, ne, Schurken liegen mir nicht so. Mit dem muss ich echt üben. Richtig doll üben. Bleib einfach versteckt, bitte. Bleib einfach nur versteckt. Damit dir nichts passiert. Du. Kannst das nicht mehr? Hast das quasi, ja. Mhm. Das sparen wir uns jetzt. Wir hauen jetzt hier keine Zauber mehr raus. Wir machen höchstens gleich eine kleine Gruppenheilung hier.
mit dem Trank. Das heißt, du bleibst da stehen. Und du haust die jetzt kaputt. Gut. Meine Herren. Rising from the dead just to protect some dusty old baubles. Wer braucht alles Heilung? Wir machen jetzt mal kurz so. Du gehst jetzt hier hin. Alles schön zusammensteht, bitte. Und du schmeißt jetzt so ein Ding hier. Oh Gott, wo sind die? Meine Güte, habe ich viel in der Tasche. Das muss unbedingt weg. Hallo? Ah, ich ziehe lieber verkehrt. Ich habe immer auf das Flashing geachtet. Ich muss auf das Weiße achten. So, jetzt sollten alle drei was abkriegen, oder? Ja, nicht ganz. Aber immerhin. Soll mir das reichen. Okay. Eieiei. Okay, gucken wir uns die Typen an. Der hat ein bisschen Gold dabei. Und er hier, ihn hatten wir auch schon. Ne, haben wir noch nicht gelootet, oder? Doch, er hat auch ein bisschen Gold dabei. Kommt mal hier hin. Hat man eh schon gelootet? Ne. Nein! Ich will nicht reden. So. Können wir es uns erlauben, hier zu rasten? Off we go then. Anscheinend. Whatever comes, I'm ready. Trotzdem hat das hier nicht. Okay. Hier ist noch eine große. Erkundet die Ruinen. Kommt mal rein hier alle bitte. Keiner steht draußen rum, bitte. So, was war da jetzt J? Wir haben in den Ruinen einen großen Sarkophag gefunden. Wer wohl darin liegt? Heißt das hier, dass ich das jetzt abgeschlossen habe? Ist das so? Die sind ja abgeschlossen hier, ne? Ja. Ja. Alles, was so aus dunkel geworden ist, haben wir dann wohl geschafft. Okay, dann geht es jetzt nur noch um den, ja? Mit der Karte anzeigen brauchen wir das nicht. Uhu, ich habe ein bisschen Bammel. Ich hätte mir den vielleicht erstmal angucken sollen. Scheiße. Ja. Okay, sofort gehen die Lichter an hier. Und ja. Der Graf steht auf. Oh ja. Der sieht. Alles klar. Du bist hier ganz klar der Chef im Ring, ja? So he has spoken. And so thou standest before me, right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Wie bitte was? Wie? Wer hat gesprochen? Ja, genau. Wer hat gesprochen? Das ist, finde ich, schon mal in Ordnung. Und was ist das? Was ist ein Leben wert? Hat er mich das gefragt? Ich bin gerade leicht verstört. ich könnte mir jetzt so ähnlich. Ein friedlicher Untote finde ich auch interessant, ja. Ich bin hin und her gerissen. Ich würde eigentlich alles am liebsten fragen. Er hat also gesprochen. Was für eine Frage. Ich bin leicht verstört. Als erstes bin ich tatsächlich leicht verstört. I am not the same as those thou hast slain, if that is what thou askest. Wilt thou answer my question?
Ja, ich beantworte deine Frage. Und ja, das war so. Ja, es war zwar nicht so meine Frage, aber du hast recht. Okay, du bist also anders. Du bist anders als die anderen, die wir da gerade gehauen haben. Bist du sowas wie ein Leichnam? Aus, naja, wie auch immer. Ich bin dir keine Antwort schuldig, das weiß ich. Aber ich bin neugierig. Und du scheinst ja erstmal nicht aggressiv zu sein. Frag. So, I ask again. What is the worth of a single mortal life? Wir haben heute viel Auswahl hier. Meine Güte, viel Auswahl. Also, kein Leben ist mehr wert als ein anderes. Das hängt von den Taten ab. Leben ist eine Währung. Das würde ich sagen, wenn ich so ein Beschwörertyp wäre. Jedes Leben ist unendlich wertvoll. Nee. Lediglich mein Leben ist von Bedeutung. Irgendwie schon, aber das ist eine schlechte Antwort. Erst recht, wenn die anderen daneben stehen. Hängt vom Sterblichen ab. Ein Elf würde sagen, manche leben länger als andere. Da kann man das schlecht vergleichen. Ist es eine sehr interessante Antwort? Ja. Und ein Mönch würde sagen, sterbliche Leben sind nicht einzeln, sie sind Teil eines großen Ganzen, dem Weg zur Erleuchtung. Ja, das ist ja wohl ganz klar. Few strive for such balance, fewer still achieve it. Hast du recht. Very well. I am satisfied. We have met, and I know thy face. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Und jetzt? Ja, dann tschüss. Jetzt wandert, der wandert jetzt hier durch die Gegend. Der verdorrte. Alles klar. Wo will er hin? Was auch immer. Jetzt kommt er wieder zurück. Ne, der rennt hier durch die Gegend. Okay. Kommt mir so vor, als wenn die Antwort, als wenn er eigentlich, glaube ich, mit jeder Antwort zufrieden gewesen wäre. Er wollte nur wissen, wie ist mein Standpunkt zu der ganzen Sache. Okay. Aber ich glaube, diese Mönchsantwort ist nicht verkehrt. Was steht denn da? Here lies the guardian of tombs. Through knowledge comes atonement. Wissen bedeutet Sühne. Und du bist der Wächter der Gräber. Hat dich aber nicht interessiert, dass ich hier reingegangen bin und alles kaputt gemacht habe, ne? Schon wieder so eine komische Münze. Ziemlich viel Gold. Das Elixier des Kolosses. Größer werden. Und zusätzlich ein W4 Schaden machen. Stärkewürfe im Vorteil. Okay. Rindenhaut. Auch nice. Wir nehmen das mit. Gibt es hier noch irgendwas zu sehen? Nein. Ich muss hier die Kerze einzeln anmachen hier. Okay. Amulett der verlorenen Stimme. Mit Toten sprechen. Okay. Jetzt ist es langsam interessant. Okay, kein nix drin. Nope. Okay. Mit Toten sprechen. Cursed to put my hands on everything. Die machen wir auch noch an. So. haben wir die auch schon hier? Schwupp, achso, nee, anscheinend nicht. Gut. Ist hier irgendwas, was ich noch nicht sehe? Ja, eigentlich war es auch genug. Aber wir haben immer noch nichts, um diese scheiß Kiste da drüben aufzumachen, diesen Sarkophag, ne? Kein Fallen in Schärfungsdingens. Du bist tot. Pass auf. Wer ist da am besten geeignet für... Ja, du natürlich, ne? Du kriegst das... Oh Gott, ich habe so viele Sachen hier. Ich muss das alles loswerden. Wo ist das Amulett? Da. Wir gucken uns das nochmal an. Okay, das sieht gut aus.
Die Toten haben keine Geheimnisse vor Jagals Schreibern der Verdammnis. Nekromantie des dritten Grades. Selten. Kannst du damit überhaupt umgehen? Wir werden sehen. Komm mal her. Und wenn ja, wie? What? Ah, thou as well. Ja, gut. It is noted. I must attend this place after so many years away. We will see each other again. Soon. Bald ist reichlich vage. Es scheint euch richtig sicher zu sein, ne? The mechanics of fate would be difficult to explain to one such as thyself. Regardless, it will occur. Okay. Ja, tschüss. Sie hat jetzt dieses Ding in da. Oh, schön. Wie? Ich will mal... Kann ich das jetzt einfach so plündern, untersuchen, werfen? Wie nutze ich denn dieses Amulett? Wie nutze ich das? Zaubertricks? Ist das ein Zaubertrick? Nee. Das ist diese göttliche Machtgeschichte, okay. Das sind meine normalen Zauber und hier ist nochmal alles, naja. Wie benutze ich dieses Amulett? Oder kann sie das nicht? Kann das nur ein Zauberer? Ich weiß es nicht. Hier T. So. Nekromantie-Zauber, dritten Grades. Gewähre einer humanoiden Leiche einen Hauch Leben, damit sie bis zu 5 Fragen beantworten kann. Huch. Ach, geht noch weiter. Skelette sowie Kreaturen, die durch Säure, Feuer, Blitz, nekrotische oder gleißende Macht Schaden zerstört, getötet wurden, haben keinen Mund mehr und können mit diesem Zauber nicht zum Sprechen gebracht werden. Ist stets vorbereitet. Druiden, Kleriker, Paladin und Magier müssen Zauber vor dem Wirken vorbereiten. Zählt nicht bei maximal vorbereiteten Zaubern. Sie muss das in ihre Liste packen. Verstehe ich das richtig? Okay. Ja. Haben wir jetzt hier diese Höhle durch? Ah, man hat hier eine richtige... Hier waren wir. Hier... Wir haben das da noch. Und, ja, wir müssen jetzt irgendwas finden, damit wir diese Fallen entschärfen können. Ernsthaft? Geh du mal bitte vor. Wir brauchen jetzt was. Und der Typ da, der rennt jetzt einfach da durch die Gruft und guckt sich alles an, ob das noch alles in Ordnung ist, ja? Müssen wir die Fallen neu suchen? Ne, die sind immer noch. Wir wissen immer noch, dass sie da sind. Alles klar. Let's see. Ihr löst bitte nichts aus da, ne? Gut. Ein bisschen vorsichtig mit dem Haufen hier, ey. Blut. Ja. Es wäre jetzt bescheuert, wenn da was drin wäre, aber wer weiß. Es würde ja passen, ne? Nein, natürlich nicht. Okay, was ist, wieso ist nass? Du bist nass? Alles klar. Lass mal gucken. Wo bin ich? Da. Wir haben den Bereich hier unten noch nicht gesehen, ne? Bevor wir dann mal... Hier in die, hier ist Wasser, hier kommen wir nicht durch. Wir könnten versuchen, hier noch rumzukommen und da noch rumzukommen und
Wenn wir Richtung Hain hier gehen, werden wir das hier sowieso sehen. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal nochmal, ich will erstmal nochmal den Bereich hier sehen. Alles klar? Das heißt, wir gehen jetzt hier am Strand lang und dann in die Richtung. Mukwi. Hier ist das, alles klar. Wir achten mal, ob hier irgendwas rumfliegt, was wir noch nicht gesehen haben. Das war eine witzige Gruft, okay. Aber zum Glück war der Typ friedlich. Noch, wer weiß, was er noch von uns will hier. Wo war das? Wo muss wir jetzt hier lang? Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Oh, wir sind da. Jetzt müssen wir wieder schräg nach die Richtung. Wie kommen wir denn da hin? Geht das überhaupt? Wie kommen wir denn da hin? Wir müssen hier durch, ne? Ja, okay, du kannst wieder weg. Wäre so schön, wenn wir mal irgendwas finden, wo wir was verkaufen können, ey. Kurz gucken, so, jetzt da durch die Tür wieder raus. Das ist die hier, oder? Bitte nicht durch den Dreck laufen. Ach, das ist zu spät. So, hier machen wir jetzt neue Sachen auf. Hier gibt es eine Kiste. Diebeswerkzeug. Das ist nur für Schlösser knacken, ne? Gold. Mehr Gras nehmen wir auch noch mit. Dann können wir... dass das ein bisschen durcheinander kommt, diese Dinge, ne? Können wir nämlich demnächst uns mal auch mal unsere Rezepte, unsere ersten angucken. Holzkoffer. Ist leer. Noch ein Holzkoffer. Ja, ich weiß, ich werde es bereuen. Aber, warte mal. Hol mal da drauf. Siehst du? Show no mercy, sagt sie. So, nur ein Koffer. Gold. Belladonna nehmen wir auch noch mit. Gut. Ja. Dann gehen wir jetzt hier lang. Bitte. Einmal in diese Richtung. Ein verängstigtes Wildschwein. Es sagt Quiek. Und dass das jetzt so eine Aktion wird, hätte ich nicht gedacht. Beruhigend die Hände heben. Also Hände hochheben finde ich immer für Tiere wahrscheinlich weniger beruhigend. Aber versuch mal. Ne, die Boni lassen wir weg. Komm, das machen wir jetzt einfach so. Ja. Also das Schwein, das ist jetzt super chillig, würde ich sagen. Das geht von ganz alleine auf den Grill jetzt. The boar grunts and eyes you warily with its beady eyes. Interessanterweise findet Schattenherz das gut. Magst du Tiere? Will ich es näher locken? Wenn ja, wo, warum? Zum Schlachten? Ich will einfach wissen, was passiert. The boar shuffles its trotters, unsure. Then it dashes away into the wilderness. Okay. Ja. Was erwarte ich auch, ne? Also gut, ist halt ein Wildschwein. Gut. Gibt's hier irgendwas? Ist hier noch irgendwas? Wo ist es überhaupt hingerannt? Rennt das hier noch rum? Wäre ja auch witzig, ne? Jetzt habe ich mich verlaufen, wo bin ich da? Hier gibt es bestimmt wieder irgendwelche Balsam, okay?
Balsam, Asche. Oh mein Gott, das sind so viele, ne? So viele Rezepte. Gut, das haben wir auch, die Ecke hier. Die hier ist anscheinend nichts. Wir gehen mal weiter. Wir gehen mal weiter in die Richtung. Hier immer an der Küste lang. Dann haben wir das wenigstens hinter uns, ne? Ist das eine Höhle? Der sieht... Du kannst mir erzählen, was du willst. Der sieht nicht aus, als wäre er da hingehört. Komm. Wie kommt man da hin? Komme ich da so hin? Nein. Komme ich hier hin? Da komme ich hin. So. Du nicht? Doch, du auch. Ja, das geht. Gibt's hier auch irgendwas zum Einsammeln? Nö. Komm ich da rüber? Oh, da geht's hier einfach so durch. Ja, okay. Für den Dümmsten jetzt noch. Aber sie hat es nicht hingekriegt, ne? Alle anderen haben es gesehen. Alle haben den Stein gesehen, nur du nicht, Blindfisch. Abgewetzter Stein. Kann, was? Ich will ihn nicht ins Inventar tun. Du, geht das? Hm? Okay. So, bisschen plump, aber na gut. Eine Truhe. Da ist das Notizbuch des Ach Gott, nein, die Hafner. Ach, was war das denn nochmal? Das war doch so ein Geheim... Ach, so eine militante Druiden-Geheimdienst-Geschichte, ne? Ein Rubin. Noch mehr Hafner. Geschwindigkeit. Gold. Achat. Lies mal. Eine zerfällte Sammlung von Berichten, die mit einem Mond- und Hafe-Siegel zusammengehalten werden. War das so? Mond und Hafe? Mehrfach werden frevelhafte Aktivitäten der selonitischen Sekte vor Ort erwähnt. Was sind Seloniten? Ja, ich weiß jetzt nicht, was für eine Gottheit das war, was sie machen. Karte. Diese fleckige, abgegriffene Karte ist durch zahllose Hände gewandert. Eine kleine Harfe kennzeichnet einen Bereich mit dem Namen Türme des Mondaufgangs. Eine kleine Mondsichel ist in den nahen Wald gezeichnet. Darunter steht in einer Schrift jüngeren Datums Beuteversteck. In einem Wald. Okay, wir nehmen das alles mit. Die große Frage ist, pass auf, die große Frage ist, ist das auf unserer Karte jetzt auch verzeichnet? Versteckter Vorrat? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier gerade noch nicht da war. Okay, dann haben wir ja wieder ein Ziel, wa? Kommen wir hier wieder hoch? Nein. Müssen wir wieder springen, ne? Bis hierhin kamen wir so. Bis dahin kamen wir auch so. Hier müsst ihr wieder springen, alles klar. Das Springen sieht irgendwie völlig bescheuert aus. Als wenn du so ein Jetpack durch die Gegend ziehst. Gut. Weiter geht's. In diese Richtung. Und ich würde sagen, wir gehen gleich mal in unser Lager. Der Tag war schon wieder lang genug, fürchte ich. Und dann sind wir auch schon wieder fertig für heute, wa? Gut, das war interessant. Wir haben die Gruft erstmal hinter uns gebracht. Wir haben da noch einen sehr interessanten Sarg vor uns da, der mit 1 Million Fallen gesichert ist. Aber warte, wir müssen irgendwas finden, was Fallen entschärfen kann. Dann können wir dahin porten. Da habe ich Bock drauf. Ihr auch? Na klar, habt ihr das. Wir gehen ins Lager. Und ruhen aus. Mal sehen, ob es irgendwelche Gespräche gibt.
ob irgendwer Gesprächsbedarf hat. Du bist in deinem Büchlein beschäftigt. Sie fummelt an ihrem Artefakt rum, ganz unauffällig. Sie macht erstmal nur Warnix. Er guckt diesmal zumindest in die richtige Richtung. Und ansonsten... Oh. Du bist hier? Was willst du denn hier? Bist du ein Kumpane? Soll ich dich mitnehmen? We meet again. Ja. As predicted. Ja, also so schnell geht, hätte ich jetzt nicht gedacht. I shall be here in thy camp. For whenever thou hast need of my services. Ja. Was denn für Services? Was kann ein Skelett zu bieten haben? Warum helft ihr mir eigentlich? Mir wäre lieber, ihr würdet gehen. Wer seid ihr eigentlich? There are many answers to that question. None are important. Okay. Wenn ihr nicht antworten wollt, dann raus hier. Also eigentlich können Skelette nicht reden. Correct. Alter. Gut, so ist alle Fragen weg. Och Mann. Ja, okay, so ist das nun mal, ne? Im Grunde mag ich auch diese Spiele nicht, wo du 1000 Fragen stellen kannst und dann kannst du sie aber dann trotzdem alle stellen. Das ist irgendwie doof. Außer bei Monkey Island, da muss das sein. Das macht auch Spaß. Aber grundsätzlich finde ich es gut, wenn du dich entscheiden musst, was du fragst, und dann ist der Rest vielleicht dann nicht mehr da. Erklärt ihr mir was, warum ihr das könnt? No. Das war klar. Was hast du zu bieten? A mending of the threads between life and death. Should thou or any of thy compatriots perish, I will cleave soul to body once more. Du holst meine Leute zurück, wenn die tot sind. Und mich. Du bist quasi eine lebende oder eine untote Rolle der Wiederbelebung. Das ist höchst mächtig. Wie könnt ihr sie so einfach... Das frage ich nicht, er wird mir eh nicht sagen. Ihr habt von Kosten gesprochen. Hat er von Kosten gesprochen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ganz ehrlich. Hat er von Kosten gesprochen? Okay. Und dabei seht ihr so hässlich aus. Auch gut. Hilfreich. Im Moment ist allerdings keiner tot. Das ist auch eine schöne Aussage. Im Moment ist keiner tot. Kosten? A matter of coin. Du bist ein richtiger Dienstleister, ja? Okay, 200 Geld. Krieg ich. Empörend! Für 200 Geld. Empörend. Könnt ihr mir helfen, meine Klasse zu ändern? Ach, ich kann hier bei ihm, das ist so, das, ich kann bei ihm umskillen und all sowas. Okay. Soll ich das mal sagen? Das ist ja empörend. Such is life. Outrage leading to a singular end. Interessante Sicht. Okay, Empörung führt zu einem einmaligen Ende. Ja, denn? Ich habe genug Geld. Ich weiß gar nicht, wie viel. Aber ich brauche gerade nichts. Ich glaube, wir leben alle. Und ich glaube, ich bleibe so, wie ich bin. Tschüss. Dieser merkwürdige Todesalb hat viele Kräfte. Er gestattet mir, Verbündete wieder zu beleben, Hilfe anzuheuern. Ach, von Hilfe anheuern habe ich gar nichts gesehen. Und deine Klasse zu wechseln. Für Hilfe anheuern? Fate spins along as it should. Huh. Genauso wie sie guckt, genauso. Genau das denke ich gerade auch. Okay, ich kann. Okay, Hilfe anheuern ist hier noch nicht. Aber interessant. Okay, du stehst da rum. Holzkoffer. Naja. Ja. Haben die anderen den auch schon gesehen? Guck mal, wer hier wohnt. Auf einmal. Habt ihr irgendwas, mit worüber ihr reden möchtet? Zumindest nicht unbedingt, ne? Yes. Okay, also er will überhaupt nicht reden. Okay.
Er will überhaupt gar nicht reden. Warte mal. Nee, wo war das? Da. Die sind alle ziemlich neutral. Dafür, dass sie mich immer so anpisst, ist sie immer noch gut zu sprechen auf mich, ne? Empfindungen für den Avatar. Ich bin der Avatar. Alles klar. Kann ich irgendwie eine Kommunikation mit dir beginnen? Aber du, außer ja sagst du nichts, ne? Need something? Weiß ich noch nicht. Ne, ist nichts. Die will nicht mit mir reden. Dich spreche ich erst gar nicht an. Wirklich nicht. Du pöbelst mich nur wieder an. Da habe ich wieder schlechte Laune. So. Was ist das? Something the matter. Ich will über all das reden, was uns widerfahren ist. Wir sollten uns ein wenig kennenlernen. Was ist uns denn widerfahren? What's on your mind? Das frage ich dich? Oh mein Gott. Blinde Passagiere, Larven. Wie bewähre ich mich? Das ist, weiß ich nicht, ist mir egal. Ne? Das Schicksal bewertet mich und nicht du. Und was wir machen, wenn wir die Larven losgeworden sind, das weiß ich doch jetzt noch nicht. Und ich glaube nicht, dass sie sich Gedanken über die blinden Passagiere... Ihr macht euch sicher Gedanken? Nee, die sieht mir nicht so aus. Die andere ist immer am Rumschnaufen, von wegen, wir müssen ganz schnell zur Krippe. Die ist eigentlich ziemlich cool hier. Die ist nur, sie will lieber die andere loswerden als die Larve, glaube ich. Ihr komisches Artefakt ist ihr Ding, das interessiert mich nicht. Wir sollten jetzt getrennte Wege gehen. Nö, wir gehen jetzt weiter. Tschüss. Gut, das war nicer Talk. Gut, dass du da bist. Apropos, was mit dir? Du stehst ja nur rum. Du hast ja nichts mit uns gemacht. Ja, gut, dann fragen wir sie. Oh, nee, ich weiß schon. Die pöbelt nur wieder rum und hat keine Zeit zum Reden. Dann von daher, machen wir einfach Schluss. Moment. Das, was ich nochmal mache, jetzt will ich aber ganz kurz gucken. Was macht sie da? Warte mal, was macht sie da? Ist auch geil gemacht, ne? Jetzt macht sie hier so ein paar Kampfübungen oder was? Oder irgend sowas? Hm. Ist schon cool. Das Lager ist schon cool gemacht. So, pass auf, ich wollte... wie geht denn das mit dem Zauber einprägen? Hier Zauberbuch. Ja. Schutz vor Gut und Böse. Segen. Dies, das. Selbstverkleidung, bezaubern. Da. Ich sehe hier nicht. Das ist Rang 1, ne? Das ist... Ich verstehe das nicht so richtig. Warte mal, die kann ich hier nur rausnehmen, ja? Aber wo ist das mit dem Amulett? Da! Ja... Muss ich das... irgendwie aktivieren? Das sind gewöhnliche Aktionen. Das sind Waffenaktionen. Ich verstehe das so, dass sie das einfach kann. Sie kann das einfach. Das sind die Klerikerzauber, da muss sie sich welche von aussuchen. Welche sie nimmt. Das hat sie alles zur Auswahl. Das hat sie jetzt in ihr Buch geschrieben. Kann sie pro Tag machen. Wollte ich da irgendwas von ändern? Ich glaube, ja. Ich glaube, wir fangen jetzt mal so langsam an, dass wir dich wie einen Kleriker spielen, indem du nämlich wirklich ein Supporter wirst und nicht unbedingt ein Nahkämpfer. Wir haben sie hier als Nahkämpferin und wir haben mich. Ich bin sowieso der Geilste oder die Geilste hier in dem Fall. Von daher solltest du eher supporten. Lenkende Geschosse raus. Heiligtum bleibt drin, Schild bleibt drin. Wunden verursachen brauchst du nicht.
Du wirst segnen lernen. Wasser erschaffen. Schutz für Gut und Böse ist eine super Sache, aber ich fürchte, so weit sind wir noch nicht, dass wir das brauchen. Wunden heilen würde ich jetzt erstmal sogar nehmen. Befehlen. Befehle zu fliehen, näher zu kommen, stehen zu bleiben, Boden hinlegen, dies, das, okay. Ja. Du nimmst, im schlimmsten Fall nehmen wir noch den Heilzauber mit, ey. So, jetzt hast du zwei Heilzauber, einen für die Nähe, einen für Berühren, einen für die Berührungsreichweite, einen für die Ferne. Jetzt kannst du ein Schild machen, du kannst einmal segnen, du kannst einmal Heiligtum machen. Dann hast du noch die drei hier. Untote vertreiben, noch ein Segen der List, obwohl List ist so eine Sache, die weiß ich noch nicht, obwohl das könnte ja für den Schurken interessant werden, ne? Bei Heimlichkeit-Geschichten, ja, natürlich. Okay, das passt schon. Ja. Lassen wir so. Kannst du sowas auch? Wir müssen mal ganz kurz gucken. Nee, du bist ein Kämpfer. Alles, was du kannst, kannst du auch grundsätzlich, ne? Und ich nehme an, du auch. Ja, ja, alles, was du kannst, das kannst du auch. Da gibt es keine nicht tödliche Angriffe, kannst du auch, alles klar. Also, jetzt gucken wir bei mir auch nochmal. Nicht, dass ich auch noch irgendwas nicht kann, weil ich nicht kann. Oder kann, dass ich nicht kann. Oder irgendwas nicht kann, was ich kann. So rum. nee, nee, nee. Ich bin ja eigentlich auch nur ein Kämpfer. Nice. Gut. Ja. Bisschen weiter weg hier. So. Dankeschön fürs Zuschauen. Oh, wir sind schon bei 1:07. Das ist viel zu lang. Was ist das? Weiß ich nicht. Das war interessant. Wir haben jetzt hier ein Alp, Todesalp hier im Lager, der uns anscheinend unsere Fähigkeiten verändern kann und unsere Gruppe und auch uns wiederbeleben kann gegen Geld. Der schnöde Mammon wieder, ne? Der ist, alle wollen nur Geld. Und wir brauchen unbedingt irgendwann mal einen Händler. Und wir brauchen unbedingt irgendwas, wo wir Fallen entschärfen können, damit wir uns diesen Sarg da nochmal angucken können. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.